Bonjour tout le monde et le soleil hier aus Verviers. Da machen wir unsere letzte Razzia im Schnee für diese Saison. Dann ist es leider schon wieder vorbei. Man sieht es auch schon hinter mir. Viel Schnee hat es nicht mehr. Man kann wirklich förmlich zuschauen, wie der am Schmelzen ist. Eigentlich wäre ich nicht allein gewesen, sondern mit der Barbara. Die ist leider kurzfristig krank geworden. Ich wünsche dir auf dem Weg alles, alles Gute. Schnelle Besserung, damit du dann im Sommer wieder dabei bist bei den Razzias. Sinne, wir checken jetzt mal, ob du schon einen Durchblick hast. Erklär mir mal, was du da unten siehst. Da unten ist das Carlsberg-Chalet, da fahren wir jetzt hin. Danke für die Einführung, ich sehe, du hast da schon ein bisschen Durchblick. Warst schon mal hier? Ja, früher immer, Kindheitserinnerungen. Yay! Toi, tu vas faire la gare aujourd'hui, hein? Tu vas gagner là? Ouais. Je vais éclater tous les pro-riders. Je vais être la première en snowboard, mais il n'y a pas beaucoup de snowboard aujourd'hui. Bonne chance avec ça. Tu as une destination préférée dans la Suisse pour skier? Ouais, Verbier, franchement, j'aime beaucoup les pistes. Tu dois dire ça, ils te payent pour ça, hein? Are you allowed to go off-piste with your guests? No, I'm not. Have you ever done that before? No. Honestly? No, I haven't. I promise. We're in the off now, so you can say. Okay. No, I haven't. Bon, t'as gagné, hein? Ah oui, alors j'ai tout donné là. C'était dur? C'était dur, oui. Je peux presque plus parler. Tutto bene, hein? Good. È come se avessi saltato l'ultima porta, ho sbagliato la palla qui. Merda. Also, ich habe jetzt hier ein mega Glück. Schauen wir mal, wer ich getroffen habe. Tomba la bomba. Sei ancora la bomba? Sci ancora? No, poco. Solo per qualche evento, per un po' per beneficenza, per i bambini. Ho fatto un tour in Giappone, in America, poi in Italia, in Europa. Ma sono tranquillo adesso. Wer hat beschissen? Sieger, schießt immer der. Italiener, schon beim Skikurs ist er viel zu früh gestartet. Mit dem kannst du nicht Italiener, immer schummelt Italiener. Vous seulement skiez à Verbier ou aussi autre destination? À Bruzon, à la Pase. À la Pase ou au Grand Zee. Grand Zee. Ça existe vraiment? Oui, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu aimes mieux, la fête ou la piste? Les deux, les pistes et après la fête. La combinaison. Voilà, tu fais quoi ici? Bah, mon boulot, c'est la surveillance de l'airbag. En fait, c'est vu que faut que je limite la vitesse des gens, que je vérifie les âges et tout. C'est bien populaire? C'est très populaire, en tout cas, c'est l'attraction de la station. Bist du nervös? Hast du schon mal gemacht hier? Ja, gestern. Und, wie war's? Gut, hat Spaß gemacht, ja. Das erste Mal gestern? Ja, das erste Mal gestern. Das ist schon ganz cool, vor allem wenn man noch, ja, ist ein bisschen anders wie auf dem richtigen Kicker halt. Gut zum Üben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ölle, wie war's? Hammergeil. Harmlos. Ne, es war schon ein bisschen, also vor dem Kick habe ich gedacht, scheiße, und dann war ich schon wieder weg. Das ist voll schnell gegangen. Ja, ich auch so, ah, scheiße, Kicker. Oh, ich lieg ja schon. Ja, es war, danach war man voller Adrenalin. Aber es war cool. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und es ist harmlos. Das erste Mal ist wahrscheinlich das Lustigste, nachher ist eh. Ja, gut, beim ersten Mal sieht es aber scheiße aus. Also bei mir sah scheiße aus. Das hat man ja gesehen, aber egal. Wir machen es jetzt noch zweimal, können wir leider nicht mehr filmen, aber wir haben sicher den Plausch. Das Band ist zu Ende. Auch hier tun wir natürlich wieder den Style auschecken. Es geht Richtung Frühling. Mal schauen, ob wir irgendwelche lustigen Leute finden, die vielleicht im Badeanzug Skifahren gehen oder so etwas. Ich bin gespannt auf die Style-Rubrik von Verbier. Let's go. Da, da, ooh, oh.
met here. I bet you're Swedish. I am Swedish. God damn it, it's incredible. I thought this was full of English people here, but it's more Swedish, eh? Yeah, we have a lot of Swedish people here, yeah. We were looking for somebody with a bikini. Now, you are the closest we could get, so you have quite a special... Is that a bra or a bikini, or what is that? It's just a regular top. I don't know, really. It's not a bra, it's not a bikini, it's just... Awesome. I think you're wearing the sexiest ski outfit we've ever seen. Not just in Verbier, honestly. I think you rock. Is that the official ski teacher outfit? No. It's my own outfit. You don't have guests right now? No. Just chilling in the sun. Working on that tan as well. The Swedish like to get tan. Yeah. That's my second nipple signing of the weekend, so that's very good. All men, of course. Hey, I have to talk to you because you have a very cool outfit too. Are you Swedish? Yeah, I could tell. The color. No, not because of that, because of the hair I could tell. Oh, okay, that's it. Is that the style of Verbier or more the Swedish style? I think it's the Swedish gang. Come on, look at us. Just hot chicks, all of you. But I mean, the jackets, is it like... You brought that over, super large. I thought going to be a little more tight pants this season. No, not in Verbier? No, it's like the ones with those Moncler. I don't do Moncler. I'm counting down, so turn around. 5, 4, 3, 2, 1. I make that booty. So where did you get that? Did your grandma do that for you? Nah, and then like the rest layer they have for the military in Sweden, you can buy it very cheap. It's the most comfy, non-smelling underwear you can have while skiing. But you haven't really been in the military? No. Let me check. Skipped it. Let me check that smell. Ah, you even got a hole there. Ventilation. You know what? Make sure you come back next year and then you can try it again. Look at that guy go. Look at that guy go. Next year. We'll do it next year. You get here next year. Sure. Promise? I'm George. High five on that. You better be here next What's year. What's your name? George. George Anino. No, nice to meet you. I'll see you in Padmont 4. Machen wir unseren Wettbewerb auf razia.tv und sagen uns, bei welcher Minute und Sekunde man den Chuck Buddy, unseren kleinen Kumpel, sieht. Zu gewinnen gibt es wie immer ganz lässige Preise bei uns. Alle will ich ja nicht verraten, aber einer sage ich schon mal, es ist zum Beispiel ein Mini-Fridge von Carlsberg. Also los, draufklicken, mitmachen, gewinnen. Gratuliere, hast eine sehr gute Saison hinter dir, gell? Bist du zufrieden? Danke, bin sehr zufrieden, ja. Ich tue neben dich sehr oft vernaschen. Weißt du? Vernaschen. Verstehst du das? Nein. Ich esse dich sozusagen. Ich sehe es immer. Weißt du wo? Also am Fernsehen? Nein. Wo? Oh? Alle Didier! Ah, oh, Martin, ja, ja. Ja, I love it. Come look at some crazy right now. She loves it. Come look at some crazy right now. Come look at some crazy right now. Your touch is come look at some crazy right now. Come hoping you page me right now. Your kiss is come hoping you save me right now. Also wenn ihr nur Deutsch könnt, kommt nicht auf Verbier. Aber wenn ihr ein bisschen Englisch oder Französisch lernen wollt, dann kommt auf Verbier. Do you prefer drinking or working behind the bar? Two of the same thing. Yeah! 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 80s! Woo! Were you born in the 80s or you just have a no, background? I wish. When were you born? In the Pyrenees. But I'm proud of the Pyrenees. It's the way that you know when I thought I knew. It's the beat that my heart kept when I was you. Yeah, but I still don't understand. How's the party here anyway? Oh, it's great. Now we're partying tonight, eh? How's that going? It's going pretty well, yes. But yes, it's very messy, but it's good. It's good fun. You want to put down the camera and get join in with everyone. Always partying. Two parties together. Two party centrals together. Rock and roll those hips away. Fears are girls. Hey, it's brilliant. Very good fun. If you ask an ice, I'm sure Tom will down his beer for you on camera. Come on, Tom! Come on, Tom! Foolish, I don't do this. I've been playing. So, und jetzt sind wir bereit für den Ausgang. Wir haben uns hier schick gemacht in unserem super schönen Van. Stine, gut siehst du aus. Danke, gleichfalls. Wer wie Tag hat uns super gut gefallen. Jetzt schauen wir mal noch, was es in der Nacht zu bieten hat. Just up there on the left-hand side.
Perfect, we'll check it out. Thank you so much. Squash a banana, hamadama, in the na 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 na. You gotta go that way for the best party. You have to find it that way. What's up there? Oh, it's a secret, but you find it. We'll figure it out then. Also, wir suchen immer noch Party, aber ich glaube, wir sind relativ nah dran. Wir finden sie sicher sofort. Hi, hier sind wir. Conmigo y se enamoró. Dice que no había movido como lo hago yo. Iba para adelante y para atrás. C'était bien la fête. C'est fantastique la fête. Tu vas rester ici ce soir? Ouais, je pense bien. Ça, c'est la the place to be. Aujourd'hui, il faut rester. Ciao, bello. No eyes. God damn it. You should change that. How can you drink then? Are you going to be drunk ever? Yeah, you can drink. It's quite, yeah. I can drink and smoke through this. It's okay. I want to see that. Look. Coincidentally, I have a beer on me. Aber wieso kann da niemand Deutsch in dem Verbier? On suisse allemand, non, tu parles pas français. Ouais, je parle. Tu as des plans pour cette nuit? Non, pas encore, non. Non. Are you a couple? Ah, yeah, of course! On est en couple. Yeah! How is it? Wow, look at you! Das prickelt so schön in meine Bauchnabel. Ich wecke so schön in mein Bauchnabel. Es prickelt. Es prickelt. So schön. So schön. In meine Bauchnabel. In meine Bauchnabel. C'était super, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? On se voit une ou quoi? Pardon? On se voit une ou quoi? Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est malaisant, c'est normal. So, meine Lieben, das ist es. Wir haben einen wunderbaren Abschluss gehabt von der Saison in Verbier, Razzia im Schnee. Weiter geht's im Sommer mit 2011. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ich mache mich jetzt auf den Weg in die Haia. Und sage nur noch eins. This is meant literally. Your exit is final. Ciao. Der Olaf hat gemeint, es geht dir nicht so gut. Stimmt das? Nein, mir geht's blendend. Das Lied ist einfach scheiße. Ich find's voll geil.